Hallo, schön dich zu sehen. Willkommen bei einem neuen Video von mir, falls du mich noch nicht kennst, falls du hier das erste Mal reinschaust. Hallo, ich bin Nicole. Bei mir gibt es Unboxings, Hauls und so weiter. Und heute habe ich mir gedacht, ich mache mit dir mal eine Maskeninventur. Ist jetzt schon die zweite, die ich drehe. Ich verlinke dir mal den ersten Teil hier oben. Kannst du dir dann gerne nochmal anschauen, falls du sie nicht gesehen hast. Und wer mir schon eine Weile zuschaut, weiß, ich sammle meinen Kram immer gerne in solchen Boxen. Und hier ist nur noch eine Maske drin. Und zwar von Dalton, die Hightech-Innovation, ne? Also diese Facecare. Die bleibt da auch drin, weil die bewahre ich mir immer auch für so für besondere Anlässe. Die Hydrolift ist das. Die bewahre ich mir echt für besondere Anlässe immer auf. Wahrscheinlich werde ich die Weihnachten oder so benutzen. Oder vielleicht habe ich zwischendurch nochmal irgendwann ein Date oder so. Mal schauen. Ja, das ist eine Maske, die gibt es online bei Dalton. Dalton kann man nur online kaufen. Und das ist eine echte Wirkstoffmaske, die ist wirklich wie so ein Filter dann im Gesicht. Du siehst echt einen Effekt und ja, von daher wird die gern für besondere Anlässe aufgehoben, weil ja, wie gesagt, zacken teurer, aber verdammt gut. Dann habe ich hier noch so eine schöne Dalton Glossy Box mit meinen Backup-Masken. Ja, da werden wir jetzt mal zusammen durchschauen, was ich da so habe. Mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas doppelt habe oder so. Wenn ja, dann würde das in die Verlosung gehen. Und dann fangen wir mal hier an. Die hatte ich aus Spanien mitgebracht. Da habe ich einmal den Olaf, Tweety, dann habe ich hier Miss Piggy von den Muppets und den kleinen Guru aus Star Wars, The Mandalorian, der kleine Baby Yoda. Ja, die hatte ich in Barcelona in einer Parfümerie gekauft. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich habe jetzt auch vor, wieder Maskentests abzudrehen in Shortform. Also ein ganzes Video davon werde ich nicht machen. Ich glaube nicht, dass ich das großartig jemand angucken würde. Aber so als Short, so immer sonntags, ich denke, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Die hatte ich hier mal bei Rossmann gekauft. Den Haul kann ich dir vielleicht auch hier verlinken. Da habe ich hier so einen kleinen süßen Pinguin. Eine Einhorntuchmaske, da bin ich immer noch am Überlegen, ob ich die selber ausprobiere oder ob ich die verschenke. Dann Sweet Kitty, so eine kleine süße Miezekatze. Und dann noch hier eine Isana-Tuchmaske mit so kleinen Füchschen. Die sind süß. Das waren, die waren jetzt allesamt aus einer Limited Edition. Ja, dann, die war glaube ich aus dem Trendturm, 25 Jahre, Superfood, eine Tuchmaske von Isana. Dann noch eine Tuchmaske, auch aus dieser 25 Jahre Edition Exotic Party. Da ist eine Kokosnuss drauf, auf die freue ich mich ganz besonders. Ich liebe ja Kokos. Nicht nur so als Duft und als Wirkstoff, sondern tatsächlich auch zum Essen. Ich mag Kokosgeschmack sehr gerne. Dann Vital Ceramide-Tuchmaske. Die hatte ich im Frühjahr mit dem Urlaub und fand die so toll, dass ich mir die glatt nochmal gekauft hatte. Dann eine Crememaske, ein Doppelsachet hier. Tropical Dream von Balea. Jo, da bin ich auch ganz gespannt.
Wieder eine Tuchmaske. Ich scheine Tuchmasken zu lieben. Ja, tue ich tatsächlich. Fruity Peach Tuchmaske, also mit Pfirsich. Ja. Es fällt mir der Name nicht ein. Kati ist das nicht. Es gab irgendeine YouTuberin, von der ich weiß, dass die ganz doll auf Pfirsich steht. Von Luvos Heilerde hier so eine Clean Maske mit. Ist das Lavendel? Nee, Salbei. Ja, das stelle ich mir spannend vor. Diese Heilerde-Masken sind immer ganz toll in der zweiten Zyklushälfte, weil die toll sind gegen Hautunreinheiten. Dann habe ich hier Time Company Beauty Mask, eine Tuchmaske. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo die hier ist. Ich glaube, da habe ich ja noch eine mit Wassermelone und Aloe Vera. Ich glaube, die hatte ich mir bei Netto geholt. Ja, sieht auf jeden Fall hübsch aus. Dann habe ich hier Tuchmasken aus einer Disney LE vom Rossmann. Das kann ich dir auch hier verlinken. Da war ich mal total happy. Da gab es einen Aufsteller und ich habe einfach alle Tuchmasken mitgenommen. Hier von Pocahontas. Dann habe ich hier einmal Minnie Maus. Dann Mickey und Minnie Maus zusammen. Noch einmal Minnie Maus. Ist doch süß, oder? Oh. Dann habe ich hier Prinzessin-Tuchmaske Rapunzel. Ich glaube, frisch verföhnt oder so ähnlich hieß der Disney-Film dazu. Und dann habe ich hier die Belle aus Die Schöne und das Biest. Ja, ist ein schönes, dezentes Gelb, mag ich auch sehr gerne. So, dann habe ich hier noch eine Tuchmaske von Balea. Flower Dreams, da sind so Pfingstrosen drauf. Das sieht auch ganz hübsch aus. Dann habe ich hier nochmal so eine Luvos Heilerde Maske mit, was hatte ich gesagt, Salbei, ne? Ja. Ja, wenn ich davon zwei habe, dann kann ich davon eine in die Verlosung geben. Aus einer Limited Edition von Balea. Ach, gucke, hier habe ich nochmal Fruity Peach. Die Pfirsichgeschichte. Da habe ich gleich zwei Masken, die in die Verlosung können. Dann Be Wonderful Tuchmaske. Ein Schmetterling. Und so wie es aussieht, habe ich dann auch ein Schmetterling im Gesicht. Das wird lustig. Dann eine Retinol-Tuchmaske von Balea, hatte ich mir mitgenommen, weil ich bei der Ceramide-Maske so begeistert war und wollte mal schauen, ob hier Retinol genauso gut ist. Und da wir jetzt im Herbst gehen oder im Herbst sind, geht das, glaube ich, auch klar mit Retinol. Dann Happy Melody. Das war, glaube ich, auch eine Limited Edition von Balea mit diesem. Das ist eine Panda-Art. Diese roten Pandas, wie heißen die? Ich weiß es nicht. Ach, guck. Habe ich auch zweimal. Da kann ja jetzt eine ganze Menge in die Verlosungskiste gehen. Dann habe ich zwei Masken von Action. Peptide. Und dann hier einmal Probiotika. Cool. Mask Me Up Bubble Tea Tree Mask. Ich glaube, die war in meiner Goodie Box. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass die in meiner Goodie Box war. Dann habe ich hier noch Crememasken. Emu Apple von Sand and Sky. Ich glaube,
Die habe ich zum Geburtstag bekommen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und dann habe ich hier von Flânerie das Schrät-Goodie-Box. Oder vielleicht war es auch irgendein Weihnachtskalender. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wenn ich es rausfinde und ich das geunboxed habe, kann ich dir das auch noch verlinken. Ja. Und jetzt ist meine Maskenbox wieder voll. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ja. Wenn ich das öfter machen kann, schreib es mir gerne in die Kommentare. Du kannst mir aber auch in die Kommentare schreiben, wenn du meinst, das muss nicht sein. Eine dritte Maskeninventur brauchst du definitiv nicht sehen. Ja, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, dir meine Masken zu zeigen. Gizmo. Der Kleine stellt schon wieder Unfug an, der Große schläft schon. Bei mir ist es spät am Abend. Ich werde mich jetzt auch langsam Bettchen fertig machen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, einen guten Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Ich hoffe, du bleibst in dieser herbstlichen Zeit gesund. Wenn nicht, dass du dich hoffentlich bald erholst. Immer schön viel trinken, das ist wichtig. Ja. Du kannst dich, wenn du magst, einmal ganz doll gedrückt fühlen. Wenn du das nicht magst, dann sei einfach lieb gegrüßt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem nächsten Video wieder. Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen und so weiter. Du kennst diesen ganzen YouTube-Kram. Bis zum nächsten Mal. Ciao.